So, und deswegen hüpfen wir jetzt mal weg. Und wo ist dieses? Oh, hier hätten wir noch ein Rätsel. Ach da, da ist das Schiff. Das heißt, ich muss da hinlaufen. Haben wir das schon mal eingesammelt? Ich glaube, das war sowas, wo man immer wieder was abgeben kann. Aber da hinten, da bin ich immer ins Wasser gefallen, ne? Deswegen hat es nicht geklappt. Da müssten wir fast mal hier entlang laufen, auf der Seite. Vielleicht kommt man da besser hin. Aber ich glaube, wir schauen uns jetzt mal hier nach hinten um. Da waren wir ja noch nicht. Und hier ist auch irgendwas, oder? Diese freie Fläche. Oder ist das da, wo ich meinen Marmor abgehakt habe? Nee, das müsste eigentlich... doch, könnte sein. Okay, wir müssen gar nicht hier, sondern wir müssen zu Fuß wirklich schnell die Gegend verlassen. Oh ja, das sieht jetzt schon ganz gut aus hier. Damit hier nicht wieder ein Angriff kommt. Schnell weg. Muss man natürlich gucken, wie man da jetzt gut hochkommen. Sollen wir über den Berg oder kommen wir hier durch die Lücke? Ist da überhaupt eine Lücke? Durch die wir durch können. Ich meine, wir könnten uns ja eine Lücke schlagen. So ist es ja nicht. Wir sind ja gar nicht so unbedarft. Oh, was haben wir denn hier? Eine Höhle. Oh, guckt mal, hier hat es noch jede Menge Marmor. Gut zu wissen. Oha, und wie viel? Eigentlich könnten wir uns durch den Berg hacken. Und dann können wir immer hier direkt durch. Aber ich glaube, die Gegner wissen das dann auch und kommen dann auch hier durch. Das wäre natürlich doof. Oder die greifen tatsächlich immer nur von vorne an. Das fände ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Wenn wir hier... Hier sieht man ja, da sind unsere Leute. Ich meine, wenn die Gegner hier durchkommen, dann können wir ja immer noch... Ah, da kommen sie schon wieder. Nee, die kommen, glaube ich, immer nur von vorne. Weil dann könnten wir nämlich immer noch wieder zumachen. Tihi, jetzt sind wir durch. So. Sowas wie einen Zugang, ohne dass wir immer um die ganze Ecke müssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier auch einfach weiterhacken können. Obwohl, nee, das Schiff ist hier mehr. Aber hier ist ja eh nicht gefährlich, dann ist nicht so wild. Jetzt einfach nur rumlaufen. Was haben wir denn da? Tische. Stühle. Nehmen wir mal alles mit. Was ist hier drin? Öl. Holz. Und ein Pickel. Oder eine Pickaxe. So, jetzt müssen wir natürlich auch alles mitnehmen hier. Jetzt ist die Sicht wieder so blöd. Es ist immer, wenn das so ranzoomt, dann bleibt es leider immer so. Was soll denn hier? Vielleicht kommt da nicht mehr so viel Respawn, wenn wir denen ihre Hütten kaputt machen. Oh, Burger? Oh. Burger. Was ist hier? Okay, das sind einfach nur Erde und Steine. So, da hinten ist unser Schiff. Guck mal, unser Piratenschiff. Muss ich da hinfliegen? Oder kommen wir da so hin? Monster laufen weg. Von, oh, ich muss mal was essen. Sehe ich gerade. So. Hier kommen wir ein bisschen schlecht rum. Irgendwie hat das gerade nicht geklappt. Was ist denn das für Blubberblasen? Ach, der schläft, deswegen. Oha, wir müssen uns hier, glaube ich, durchschnetzeln, kann das sein?
Ja, sag mal ab ein bisschen. So, ich glaube, hier ist ein ganz guter Platz zum Landen. König bis 1. Na, sieh einer an. Oha, das muss das Schiff der Haluken sein. Los, hauen wir es kurz und klein. Malroth, warte. Ich habe einen verdeckten Agenten auf dem Schiff. Er könnte wertvolle Informationen für uns haben. Ich werde nicht riskieren, dass er auffliegt. So, so einen Agenten. Dabei war ja doch Anessa diejenige, die nicht wollte, dass irgendwas gegen die gemacht wird. Aber bei uns hieß es ja auch, dass wir einen verdeckten Agenten irgendwo in der Burg haben. Wir wissen nur noch nicht, wer. Das Letzte, was wir wollen, ist ein lärmender Kampf. Wir müssen uns unentdeckt hineinschleichen und ihn an Bord treffen. Anja, siehst du diese Hügel da? Oder diesen Hügel da? Dein flautiger Mantel könnte dir dabei helfen, auf das Schiff hinabzugleiten, ohne dass es jemand bemerkt. Das haben wir gerade gemacht, nur in die andere Richtung. Na gut, wenn du meinst, dann gehen wir halt wieder zurück. Oh, komm, wir nehmen mal hier die Baumwolle mit. Gut, dass die jetzt gerade alle schlafen hier, gerade die Bobbles. Aber der da oben schläft nicht. Okay, von der höchsten Spitze. Und darüber segeln. Reicht es? Mal sehen. Ja, das reicht. Sehr schön. Alles klar. Wir haben es an Bord geschafft. Jetzt müssen wir nur noch meinen Agenten finden. Oh, das ist fürchterlich. Einfach fürchterlich. Ruhe. Hören wir uns an, was dieser Unhold zu sagen hat. Ich hasse diesen dummen Troll. Er musste sich wirklich umbringen lassen, was? Jetzt mussten wir den ganzen Weg nach Mondbach segeln, um zu beenden, was er angefangen hat. Und dabei haben wir es erst fast gar nicht hierher geschafft. Dieser blöde Sturm hat ein riesiges Loch ins Heck meines armen Schiffs gerissen. Ich hasse Stürme. Und dann finde ich auch noch einen kleinen, blinden Menschenpassagier und muss ihn in den Knast werfen. Der war gerade erst frisch geputzt. Ach, ein hundsgemeiner Tag. Oh, das wird wahrscheinlich unser Spion sein. Ein blinder Passagier? Er muss meinen Agenten meinen, der sich an Bord geschlichen hatte. Der arme Kerl muss aufgeflogen sein. Wir müssen uns beeilen, Anja. Das Monster hat gesagt, dass es ein Loch im Heck des Schiffs gibt. Sehen wir mal nach, ob es groß genug für uns ist. Im Heck. Das heißt, wir können da vielleicht einsteigen. Es sieht hier auch sehr merkwürdig aus hier hinten. Ziemlich da hinten ist zumindest ein Eingang, ist da aber kein Loch. Müssen wir da jetzt unter Wasser gucken? Weil hier steht eine Wache. Die können wir zwar wegnatzen, aber ich glaube, das ist nicht der Sinn der Sache, oder? Aber gucken wir mal, ob man so besser sehen kann. Ja, das Loch ist weiter unten. Das ist nicht die Türe. Das heißt, wir hüpfen jetzt mal ins Wasser. Ah ja, tatsächlich, da ist ein Loch. Oh, tatsächlich. Oh, da läuft aber das Wasser ins Boot. Hui. Das Wasser ist ja eiskalt. Ja, natürlich hier, wenn es da so schneit. Weckt sofort die Lebensgeister, nicht wahr? Du hast wirklich ein paar eigenartige Vorlieben, Malroth. Mir ist so kalt, dass ich kaum einmal die Finger spüren kann. Ja, der Malroth, okay, der ist ein bisschen anders veranlagt. Huch, Menschen, was matscht ihr denn hier? Och, das ist nur ein Schleim, keine Sorge, dem breche ich das Genick, bevor er auch nur einen Mucks von sich gibt. Nein, vielleicht ist das ja unser Schleimchen. Schleime haben kein Genick, du Pappnase. Moment, Anessa, bist du das? Wie schleim, dich wiederzusehen. Oh, kennen die sich? Ist das vielleicht... Oh, der sieht ja cool aus. Jeremias, den Sternen sei Dank, dass du am Leben bist. Ich dachte schon, diese teuflischen Biester hätten dich erwischt. Anja, Malroth, das ist Jeremias. Er ist mir unterstellt und damit beauftragt, die Streitkräfte der Monster zu infiltrieren. Leider war seine Mission bisher erfolglos.
Was soll das heißen? Ich bin schneller aufgestiegen als jeder andere Schleim in der Monstergeschichte. Und der Frachtraum ist sauberer denn je, seit ich ihn reinige. Hä? Ja, Nias, wer bist du denn? Wie auch immer. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen den Schwachpunkt der Halunken herausfinden, bevor wir entdeckt werden. Vielleicht kann ich euch behilflich sein. Hier, nimm das. Es hat mir all die Jahre gute Dienste geleistet. Anja erhält folgendes: eine Verwünschelrute. Und was macht die? Ich werde dir die die Einzelheiten zur Verwünschelrute später noch erklären. Vorerst solltest du sie einfach verwenden. Es ist fast selbsterklärend. Hast du die Verwünschelrute schon ausprobiert? Ist die jetzt hier dabei? Nee, ich glaube, ich muss die erst... wie ging denn das nochmal mit dem... länger drücken. Okay, die Verwünschelrute. Wir haben keine Verwünschelrute. Gucken wir mal ins Gepäck. Hier. Kann wiederholt benutzt werden. Ach, die brauche ich gar nicht als Arbeitsgegenstand sozusagen. Ja, angeln sollten wir vielleicht hier auch mal. Das heißt, ich benutze die einfach. So. Ups. Was geht denn hier vor? Wir sehen so anders aus. Wir sind jetzt lauter Wassertröpfchen. Haha, das ist die Macht der Verwünschelrute, wie du siehst. Können wir uns damit als Monster verkleiden und so unter ihnen wandeln, ohne uns zu verstecken zu müssen. Moment, der Schleim, der uns vor den Monstern in Hamlin gerettet hat. Was, das du? Ah, wenn man als Monster verkleidet ist, kann man einiges erreichen. Man kann sich Feinden nähern, mit ihnen reden, man erfährt ihre Stärken, ihre Schwächen, ihre Geheimnisse. Es gibt allerdings auch Nachteile. Als Monster ist es zum Beispiel unmöglich zu kämpfen. Sollte es jemals zu einem Kampf kommen, müsst ihr wieder unsere wahre Gestalt annehmen. Oder müssen wir wieder unsere wahre Gestalt annehmen. Nun, dann erkunden wir das Innere des Schiffs und finden wir heraus, ob es hier nicht irgendwas gibt, was uns im Kampf gegen die Halunken helfen könnte. Ah, und die arme Person, die erwischt wurde, sollten wir auch nicht vergessen. Befreien wir sie, sobald sich eine Gelegenheit dazu ergibt. Die Zellen sind hier im Raum hinter dieser Tür. Wir müssen den Wärter finden und ihn davon überzeugen, uns den Schlüssel zu geben. Monströse Maskerade. Verwandle dich mit der Verwünschelrute selbst. Einige Monster könnten plötzlich gesprächig werden, wenn sie denken, dass sie mit Artgenossen reden. Dann müsste ich aber doch irgendwie auswählen können, was ich werde. Das kann ich, glaube ich, noch nicht. Ich bin jetzt zwar Wassertröpfchen, vielleicht weil hier überall Wassertröpfchen sind. Oder es nimmt einfach das an, was es in der Gegend so findet. Guck mal, jetzt dürfen wir hier so hoppeln. Hoppelpoppeln. Was gibt's denn hier noch? Wir gucken uns natürlich erstmal hier um. Aber hier ist nichts Besonderes. Gehen wir doch mal. Hallöchen. Wir sind nur Wassertröpfchen, weil hier gerade so viel Wasser reinläuft. Was ist denn hier, Häschen? Der Kapitän wird im Dreieck hüpfen, wenn er erfährt, dass ihr nicht auf euren Posten seid. Wollt ihr etwa in einer Zelle landen? Ich glaube, Wasser in einer Zelle, das flutscht, flutscht, fließt einfach wieder raus. Natürlich wollen wir das, sonst würden wir ja nicht mit dir reden, oder? Jetzt halt den Rand und geh aus dem Weg, du Hasenfuß. Oh, Malroth, nicht so unwirsch. Malroth, bitte lass mich das regeln. Warum flüsterst du? Ihr wollt kurz in die Zelle hüpfen, euch umsehen und sicher gehen, dass alles schön eintönig und deprimierend ist. Dafür müsst ihr euch doch nicht schämen. Das ist ein Mädel, oder? Das ist ein Mädel oder ein Kerl? Immer hinein mit euch, aber treibt bloß kein Spielchen, sonst bleibt ihr für immer da drin. Okay. Was ist denn da drüben? Oh, da hat es aber viele Leichen. Wer bist du denn? Es ist ein... Oh, da guckt aber traurig. Es scheint ein Kerl zu sein. Oh, noch mehr Monster, bitte, bitte frisst mich nicht. Oh, oh großer, mächtiger Hargon, höre mein Gebet. Errette mich aus dem elenden Schicksal. Hargon? Ach so, ja.
Hagon ist ja für die Normalsterblichen der Hauptbossgott. vielleicht sollten wir die Verwünschelrute erneut benutzen, um unsere Tarnung zu entfernen. Das könnte das Gespräch etwas erleichtern. Ja, aber dann sehen die das doch da draußen, oder? Du verwandelst dich wieder zurück, wenn du Shift drückst. Also pass auf, dass du nicht im unpassenden Augenblick versehentlich losstürmst. Okay, wir drücken Shift. Ach du meine Güte, wer in Hagons Namen seid ihr und wie seid ihr hier reingekommen? Also, wenn du mal ein bisschen geguckt hättest, dann hättest du gesehen, dass wir gerade noch Wassertröpfchen waren. Ah, oh, wo bleiben meine Manieren? Mein Name ist Krachim. Ich bin ein Barde. Ich habe mich auf der Suche nach Essen auf das Schiff geschlichen. Aber den Monstern hat das nicht gefallen. Wir wollen sie besiegen. Du musst sie reden gehört haben, während du in der Zelle gesessen hast. Haben sie irgendeine Schwäche erwähnt? Etwas, das wir ausnutzen könnten? Sie müssen irgendwelche Geheimnisse haben. Die hat doch jeder. Aber leider war mein Wärter alles andere als gesprächig. Der mümmelt bestenfalls vor sich hin. Die Unterdrückten und Geknechteten sind eigentlich immer die Ersten, die plaudern. Und auf einem Schiff wie diesem gibt es genug niedere Handlanger. Findet einen von ihnen. Nun gut, Anja, wir sollten uns auf den Weg machen. Machen. Vergiss nicht, die Verwünschelrute zu verwenden, bevor uns die Monster entdecken. Wenn ich hier bleibe, ende ich nur als Monsterhappen. Ich komme mit euch, ob ihr wollt oder nicht. Naja, solange du keinen Mist baust, nehmen wir dich gerne mit. Okay, jetzt ist er mit dabei. Das heißt, wir machen nochmal blups-di-wups. Und was sind wir jetzt? Ah, jetzt sind wir so Wubbelsmonster. Okay. So Hämmerlinge. Gibt es hier noch irgendwas Spannendes? Ich glaube nicht. Aber wundern die sich jetzt nicht, wenn wir hier rausgehen und plötzlich ganz andere Leute hier rauskommen, wie vorher drinne waren? Also ich glaube, so richtig viel denken können die nicht, oder? Die Tür ist auch schön wieder... Piep, piep. Euch habe ich hier auf dem Schiff noch nie gesehen. Müsst wohl neu sein. Und wenn schon, hör zu. Wir wollen einfach nur wissen, wo die Schwäche der Haluken ist. Ach Mensch, Malros, halt doch die Klappe. So richtig diplomatisch bist du echt nicht. Rückst du freiwillig damit raus oder müssen wir es aus dir herausprügeln? Malros, bitte sei still. Überlass das mir. Ja, eben. Aber es ist halt typisch Malros. Wie? Einer der bösen Wölfe hat euch das Leben zur Hölle gemacht und ihr wollt wissen, was seine Schwäche ist, damit ihr es im Heim zahlen könnt? Vor allem die Yetis sind so ziemlich fett, finde ich. Hiep, 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 du gefällst mir, Neuling. Leider kann ich dir da nicht weiterhelfen. Ich kenne aber wen, der das vielleicht kann. Der arme Schneestrolch, der da draußen auf dem Achterdeck feststeckt, würde euch bestimmt nur zu gern unter die Arme greifen. Geht die Stufen rauf zum Hauptdeck und dann durch die hintere Kabine raus aufs Achterdeck. Da findet ihr ihn. Hiep, hiep, hiep. Okay, okay. Oh, der da hinten sieht aber unfreundlich aus. Wie kommen wir denn da raus? Ich sehe gar keine Treppe irgendwie. Wie kommen wir denn da raus? Also, ich meine jetzt, ohne dass wir uns hier jetzt irgendwas bauen müssen. Und jetzt gehen wir nochmal hier, aber da war doch auch kein Ausgang, oder? Außer natürlich dieses nette Leck hier. Gut, dass es nicht weiter voll läuft. So. Ah, hier, hier, hier. Sorry, ich habe die Treppe nicht gesehen. Hallöchen. Ist er gemeint? Nein, der ist hier drin. Ah, ich bin hier vorbei. Diese Schiffsluken, die sind auch cool. Was kommt denn hier normalerweise rein? Was ist das denn? Ah! Okay, alles klar. Ich muss noch mal an dem fetten Popo vorbei. Ich sollte vielleicht ein bisschen besser den Fußboden anschauen. Da, tatsächlich, da ist ein Loch. Wisst ihr was, das stopfen wir jetzt mit Schnee zu. Na, ich kann ja jetzt gar nichts bauen. Oder? Kann ich trotzdem was bauen? Also ich kann die Sicht... Okay, ich kann was bauen. Aber ich kann die Sicht nicht auf nah verändern, auf Ego-Perspektive. Okay, dann machen wir jetzt die Löcher einfach bloß zu, damit ich da nicht... Ah, das hat jetzt geklappt. Egal. Hauptsache, ich falle da jetzt nicht mehr rein. Ich mache wieder da herumstürme. Ach, er hier, der eh sowieso draußen steht. Ja, kann ich euch bei etwas behilflich sein? Nein, nein. Fein, er kann kein S sprechen.
Ein böser Wolf macht euch das Leben fair und ihr wollt feine Fäche wissen, damit ihr ihm heimfallen könnt? Hüpfu, ich fehl vielleicht grof und fief aus, aber mit Rache und Müffgumpft habe ich nicht viel am Hut. Oh, dann hilft er uns vielleicht gar nicht. Nicht so wie der Feewolf oben auf dem Vorderdeck. Vielleicht solltet ihr ihn fragen. Er ist der größte röteste, unheimlichste Kerl auf dem ganzen Pfiff. Ach, jetzt werde ich jetzt von Hinz zu Kunz geschickt. Weil sie sich nicht einigen können, wem es hier am schlechtesten geht. Ah, der röteste Wolf. Solange wir als Hämmerlinge nicht auffallen, soll mir das recht sein. Oh, ihr seid neu bei den Halunken, was? Wie gefällt euch das Leben bei dem großen Jungs? Ihr begeht doch wohl hoffentlich schon jede Menge üble Taten. Diese Mission wird ein echter Spaziergang. Diese jämmerlichen Menschen in Mondbach haben keine Chance gegen uns. Da können wir uns so richtig austoben. Genug geplappert. Oh nee, Malros flippt wieder aus. Jetzt halt die Klappe und sag uns, was die größte Schwäche der Halunken ist. Hahaha, du hast ganz schön Mumm, Neuling. Ich mag dich, also werde ich dir ein kleines Geheimnis verraten. Wir Halunken haben alle dickes, zotteliges Fell. Das ist äußerst nützlich in einem Sturm, egal ob es sich dabei um Schnee oder um Schwerter handelt. Aber es hat auch einen Nachteil. Und jetzt bin ich gespannt. Wenn dieser struppige Pelz in die Nähe einer Flamme kommt, oh ja, brennen wir lichterloh. Selbst im dicksten Eis fühlen wir uns pudelwohl, aber kommen uns nur mit einer Kerze zu nah und puff! Meine Güte, Malroth, du hast an einem Nachmittag mehr aus diesen Monstern herausbekommen als ich in vielen langen Jahren. Tja, manchmal ist es vielleicht doch gut, wenn man direkt ist. Diese Information ist wirklich sehr nützlich und ich würde das auch besprechen, indem ich, während ich um einen Mithörer, einen gefährlichen, rumstehe. Eieieiei, wir haben nun unsere Inspiration. Unsere neue magische Waffe muss die Macht des Feuers nutzen. Wie es aussieht, ist unsere Mission hier abgeschlossen. Kehren wir zum Schloss zurück, bevor unsere wahre Identität aufgedeckt ist. Eureka, Anja lernt eine neue Anleitung, die Knisterfalle. Ein kurioses Kriegsgerät, das vorwärts marschierende Feinde mit sengenden Flammen aufhält. Lässt bei Aktivierung Flammensäulen emporschießen. Okay, jetzt dachte ich gerade, er sagt, hey, wer seid ihr? Was redet ihr? Was haben wir denn da hinten? Guck mal, da hat es noch so ein... Oder ist es der? Da, wo wir schon waren? Nee, das ist ein anderer, oder? Das ist viel näher. Da ist nämlich irgendwie noch ein Auftraggeber oder sowas. Oder? Ja, sieht nicht so weit weg aus. Ich glaube, den gucken wir uns noch an. Mal gucken, ob wir aus dem Schiff rauskommen, so in der Form. Der Vorderste sagt jetzt, hey, ihr dürft nicht ohne Auftrag das Schiff verlassen. Irgendwie sowas. Oh, was fliegt denn da? Durch die Luft, da ist gerade was. Was? Guck mal, da fliegt irgendwas rüber. Was ist denn das? Sieht man nur einen Schatten. So, jetzt könnten wir uns eigentlich wieder entzaubern. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Jetzt sieht uns ja keiner mehr. Und dann gucken wir mal, was da... War da jetzt nicht irgendwo ein Questgeber? Oder doch? Hier ist doch was. Ach, da. Upsi. Verkleidet oder nicht verkleidet? Oh, du bist zurück, Wöff. Du hast es nicht auf das Schiff geschafft, sondern bist auch mit dem Leben wieder davon gekommen. Das ist ein Grund zum Feiern und dafür habe ich genau das Richtige. Etwas Biskuitkuchen. Davon könnte ich mich wohl trennen, wenn der Preis stimmt. Mein Magen ist gehörig am Grummeln. Für eine ordentliche Portion Fleisch würde ich einiges geben. Bring mir 5 Stücke und wir kommen ins Geschäft. Also bei dem könnte man quasi immer Fleisch abgeben. Habe ich überhaupt Fleisch dabei? Von was kriegen wir denn Fleisch? Da haben wir Fleisch. Ich mache jetzt einmal. Aber ich glaube... Ich muss nur reden, ne? Wow, du hast das Fleisch, nicht wahr? Diese Nase, dieser Nase entgeht nichts. Willst du es gegen den Biskuitkuchen eintauschen? Ja, machen wir einmal. Wuff,
War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Lass dir den Biskuitkuchen schmecken. Anja erhält 5 Exemplare von folgendem: einen Biskuitkuchen. Okay, ah, ich dachte, das ist vielleicht eine wiederholbare, aber so sieht nicht so aus. Der Biskuitkuchen. Hatte ich da schon einen, weil das gerade so in mein normales Gepäck gehüpft ist? Ich mache jetzt mal die Sachen wieder weg. Das Zeug da kann eigentlich auch aus der Leiste. Ah, da ist er ja. Ich hatte schon Biskuitkuchen. Man merkt wirklich, ich habe schon länger nicht gespielt, da weiß ich das schon gar nicht mehr. Was ich alles so habe. Okay. Und dann hüpfen wir doch jetzt mal. Oder mal, nee, warte mal. Ich guck mal, ob man nicht von hier aus noch irgendwelche Aufgaben sieht. Sieht nicht so aus. Dann hüpfen wir mal nach Hause. Ich nehme lieber diese Karte. Weil da. Aber das war so eine wiederholbare, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Hier haben wir was fertig. Ja. Aber bitte nicht gleich wieder einen Angriff.